Hallo Leute, ich bin heute in meinem Camp und ich will heute mein neues Kochgeschirr ausprobieren auf meinem alten Hobo und ich hoffe doch, ihr seid dabei. Ja, nach längeren Diskussionen über Aluminium und Edelstahl mit meinem Zuschauer Thor Montici, den ich hier auch grüßen will. Hallo Thor. Bin ich dazu gekommen, mir dieses Stanley-Kochgeschirr zu kaufen und ich habe es jetzt extra in der Originalverpackung mit raus ins Camp genommen, um euch die zu zeigen. Das kommt in diesem schönen schwarz-orangenen Karton und wir packen es auch gleich aus und schauen uns das aus der Nähe an. Okay, mit dabei, der war dann auch noch in einer Folie drin, ist dieser Göffel. Okay, ich nehme es raus und schaue es mir an und ja, hier oben ist der Bügel. Das klemmt sich so ein beim Runtergehen. Man kann da auch nachhelfen. Und hier unten rastet es dann ein, genauso. Oder ein bisschen schwerer geht es so rum, da muss man dann richtig drücken. Hier ist so eine kleine Zuführung. In dem Topf ist eine Tasse und zwar aus Kunststoff, umrandet hier mit etwas, ich glaube, damit man es besser anfassen kann, auch wenn es heiß ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, oder wenn es kalt ist, so eine Art Softshell, würde ich jetzt mal sagen. Hier ist eine Mundöffnung dran, wie bei einem Coffee to go, und ein Deckel ist hier drauf, so dass das Getränk auch schön warm bleibt. Also, ja. Ob der Deckel dann auch zum Kochen geeignet ist, wenn es richtig heiß ist, das kann man ja ausprobieren. Zum Beispiel jetzt. Ja, und weil es so ein bisschen gegensätzlich ist, habe ich heute den IKEA-Hobo mitgenommen und will mit dem alten Hobo das neue Kochgeschirr ausprobieren. Hier habe ich schon ein bisschen was vorbereitet und ich würde sagen, let's go. Er ist jetzt gut voll, sage ich mal 4,73 Milliliter. Ja. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier Doppelholz. Einmal zum Schutz der Bank natürlich und hier einmal, wo der Hobo noch draufsteht, weil ich habe hier eine Version ohne drei Schrauben unten dran. Nicht wie beim Willem Krämer der R2D2. Ja, die ersten Hölzle haben jetzt, glaube ich, Feuer gefangen und ich probiere jetzt einfach mal den Topf draufzustellen. Oh, das ist ja. Das habe ich zu Hause nicht probiert, das ist ja sehr knapp. Mal sehen, ob der Rauch jetzt oben zu den Löchern rausziehen kann. Ja, und er läuft und das Wasser ist schon ein bisschen perlig, jetzt schon. Und man sieht ganz klar, die Flammen kommen besser raus, wenn der Topf vom Hobo weg ist. Weil der Rauch sonst Schwierigkeiten hat, abzuziehen. Aber es arbeitet seinen Teil, es macht seinen Teil. Das ist schon eine sehr, sehr rauchige Angelegenheit, aber wie man sieht, es ist nicht nur Rauch, sondern auch hier der Dampf vom Topf. So, der Rest für die Suppe dann. Und na, das passt so, gerade so. Naja, wenn wir. Ja, wenn er gerade ist, dann passt es tatsächlich da rein. Wunderbar. Und der Hobo geht jetzt auch richtig ab und ich werde mal meine Nudeln jetzt reintun. So, der Tee müsste jetzt gezogen sein. Wie kriege ich das ab? Okay. Vielleicht kann ich hier noch gut drauf tun auf den Topf. Okay, jetzt wird da drinnen noch mal richtig heiß. Die Nudeln sind auch schon drin, das ist okay. Und das ist jetzt echt wie so eine Coffee-to-go-Tasse daraus zu trinken. Und ah, Chai.
Der Hobo hat sich auch sehr gut geschlagen. Ich bin sehr zufrieden damit. Allerdings, ja, also die Luftzufuhr von unten, die muss schon sein. Und ihr werdet mich jetzt mal kurz entschuldigen. Ich bin jetzt mal kurz auf der Genießermeile und sag bis gleich. Mein erstes Fazit ist sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Diese Konstruktion gefällt mir sehr gut. Er ist jetzt zum ersten Mal eingebrannt. Mit dem Reinigen werden wir dann sehen, wie das läuft, wie es sich reinigen lässt. Okay, so viel zum Ergebnis. Zu sagen, wie neu sieht er jetzt aus, wäre übertrieben, aber echt das Gröbste und Übelste ist weggegangen. Ich bin sehr zufrieden, auch bei der Reinigung jetzt ist nicht irgendwie jetzt keine großen Streifen gemacht oder sonst irgendwas. Ich denke, damit werde ich noch jede Menge Spaß haben. Ansonsten, dieser Löffel hier ein bisschen arg dünn, klapprig, wenn man so rumwackelt, aber geht schon. Also ein Göffel, der dabei ist, ist ja kein Nachteil in dem Sinn. Diese Tasse für mich noch sehr ungewohnt, da einfach riesig groß, aber sie hat jetzt soweit den Tee ganz gut warm gehalten. Naja, da will ich mal noch nicht viel dazu sagen, aber ob ich sie ersetze durch eine Edelstahltasse oder nicht, das weiß ich jetzt auch nicht. Der Hobo hat sich auch bewährt, allerdings muss ich sagen, sehr viel Rauchentwicklung und naja, nicht empfehlenswert, mitten im Wald irgendwie damit was zu machen. Wenn ihr was mit so einem Ikea-Hobo machen wollt, das kann auch lustig sein, an einer öffentlichen Feuerstelle oder auf Privatgrund auf jeden Fall immer gut aufpassen, dass das unten drunter nicht feuerempfänglich ist. So weit, so gut mal. Dazu das neue Kochgeschirr, das wird jetzt noch öfters im Einsatz sein. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und denkt dran, geht raus, daheim sterben die Leute.